Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Mittelerde Mordor Schatten. So, als erstes schauen wir natürlich mal auf die Karte und ja, wie man sehen kann, haben wir einiges zu tun. Aber ich würde vorschlagen, wir machen heute mal mit der Hauptstory weiter. Um auch mal da vorwärts zu kommen. Wir sind mittlerweile bei 53%. Ja. Haben also noch einiges vor uns. Und einiges zu erledigen. Was mich natürlich sehr freut, da wir dann länger spielen können. Und hier haben wir ein schönes Lager, oder was ist hier? Der scheint verletzt zu sein. Ach, die Armen. Aber gut. Königin des Meeres. Entdecke das Wissen. Königin Marvins über die Macht des Geistes. Danke. Ich hab den Mithrilhammer. Können eure Flammen mir nun zeigen, was meiner Seele den Tod verwehrt? Du bist das Opfer eines Blutrituals. Kann der Fluch gebrochen werden? Zerstöre die Schwarze Hand und sein Gefolge und ergreife Mordor. Die Männer Gondors werden mir nicht helfen. Du brauchst sie nicht. Deine Macht verschafft dir Anhänger, ob willens oder nicht. Eine Ork-Armee. Wie? Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen. Marvin hielt uns zur Eile an. Die Zukunft muss fortbestehen. Eine Ork-Armee. Was hat das zu bedeuten? Können wir jetzt Orks kontrollieren? Uns eine Armee aufbauen? Oder wie ist das dann? Wir lassen uns überraschen. Wir müssen auf jeden Fall, bevor die Zeit abläuft, da sein. Und es ist nur ein Stück. Aber ich denke, wir schaffen das locker. Komm, spring runter. Nein, muss keiner. Schleicht da jemand umher? Ja. Schau doch nach. Dass sie so blind sind, das ist schon fast unfassbar. Aber gut. Sie haben keinen Wert für uns. Nur das, was sie tragen. Ich werde sie dennoch befreien. Du lässt dich von deinen Gefühlen blenden. Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Fähigkeit freigeschaltet. Brandmarken. Wenn du deine Gegner aufzehrst, werden sie nun auch gebrandmarkt. Und zu deinem... Oh, what? Und zu deinen Gefolgsleuten. Um Gegner zu brandmarken. Brandmarken halte B gedrückt. Schleichbrandmarken halte RT gedrückt plus tippe B. Kampfbrandmarken Fähigkeit drücke A plus B, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist. Okay.
Was Brandmarke die schützen, ohne dabei entdeckt zu werden? Das ist ein Witz, oder? Okay, wir versuchen unser Glück. Über Mittelerde herrschen. Folge meinem Willen. Zu euren Diensten, Herr. Das ist ja mega geil. Die Menschen und der Plan. Diese Maden berauben uns unserer Länder. Doch du wurdest geschaffen, um dich zu unterwerfen. Wir holen sie uns zurück und nehmen ihre Leben. Oh, wie geil ist das denn, Leute? Das war ja echt gerade hart, ne? Das war ja echt gerade echt hart. Blick in das Licht meines Auges. Blick in die blauen Flammen, die dich retten werden. Mein Anblick wird deinen sterblichen Willen durchdringen. Seht euch diese Menschen, oh nein! Die nur hier sind, um uns zu töten! Oh nein! Heute nicht! Das Mittelalter der Menschen. Scheiße, was macht der? Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Ja, das wissen wir. Das war gerade ein Fehler meinerseits, tut mir leid. Der Blutsegel, der ist heute an den richtigen Ort gekommen! Das hätte nicht passieren sollen. Ich habe mich da irgendwie verdrückt oder bin eher zu weit gesprungen. Aber gut, jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert und können das wesentlich schneller erledigen. Folge meinem Willen. Zu euren Diensten, Herr. Das Köpfen geht jetzt so schnell. Ja, komm, lass dich fallen, bitte. Die Menschen, unsere Plage. Maden berauben uns unserer Länder. Doch da ist jetzt Schluss. Wir holen sie uns zurück und nehmen ihre Leben gleich mit. Lass dich von silbernen Händen geleiten. Ich bin gerade etwas ruhiger. Denn ich muss mich hier doch ein bisschen konzentrieren irgendwie. Blick in die Flamme und lass dich zu deiner Erlösung leiten. Das ist abgefahren, Jungs und Mädels. Vertreibe die Dunkelheit, begrüße das Licht. Möge die silberne Hand dich leiten. Die nur hier sind, um uns zu töten. Heute nicht. Das Zeitalter der Menschen ist vorüber. Denkst du? Das Zeitalter der Menschen wird kommen. Früher oder später. Gut, wir können auch darüber, oder? Können wir darüber? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, der letzte. Die blaue Flamme tilgt deine Schatten und führt dich ins Licht. Sollte ich ihr Inneres nach außen drehen? Schütze meinen Namen! Das haben wir nochmal gut gelöst.
Komm, noch einen. Sehr gut. Schickt die Frau von der Küste dich, um uns zu helfen? Die Königin riet uns dazu, die Schlacht abzuwarten. Dann haben uns die Aussage... Sagte doch, ihre Visionen werden immer wahr. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Ihr habt etwas für mich? Königin Marvin ließ uns danach suchen. Oh shit, weiter geht's, Leute. Oh shit. Aua. Oh, das ist sau gut, Alter. Was ist los hier? Ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Boah, sehr schön, Leute. Boah, ich muss sagen, das gefällt mir doch sehr. Was haben wir denn da vorne noch? Wenn es gerade hier in der Nähe ist, können wir das auch noch schön machen. Hunger. Diese von Hunger geplagten Menschen wagten es, Essen zu stehlen. Rette sie, damit sie Litariels Kompanie betreten können. Tötet die Urks mit einer Vorsprungtötung. Fleisch von meinem Teller gestohlen. Wenn du Fleisch willst, hättest du ein Uruk werden sollen. Ich war... Nein, da war nix. Für den Häuptling!
Aua. Ich habe Hunger, Sklave. Doch mein Mahl ist in deinem Bauch. Vielleicht sollte ich es heraushalten. Auf mich geschlagen! Da! Stirb, Wurm! Ich sehe schon Gespräche. Müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Ich mag das irgendwie. Aua. Komm schon. Oh shit, Leute. Für diese Lektion solltest du mir das sein. So, ich musste mal kurz die Kopfhörer leiser drehen. Alles klar. Also ich finde diese Fähigkeit, muss man sagen, schon sehr geil. Was macht der da? Der ist irgendwie verhindert gewesen. So, hier oben haben wir doch noch einen Schützen. Ich brauche noch diese Vorsprungtötung. So, das war mal der erste. Meint ihr, das passt noch? Schaffen wir das noch? Ich glaube weniger, ne? Das haben wir schon verkackt irgendwie. War das mit dir? Ja, das wird nichts mehr, glaub. Der Tag ist wohl abgehauen. Gut. Na gut, in da oben könnten wir noch. Du hast dir das Fleisch nicht verdient. Wir schon, garstige Made. Komm her. Ja gut, das haben wir eh jetzt verkackt, denn... Komm her, komm her. Komm an den Rand. An den Rand des Verderbens. So. Danke, Waldläufer. Kein Problem, mein Bester. Kannst du mich hören? Wir brauchen Hilfe. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Wir sind da, keine Sorge. Oh, das ist. Ich bin immer noch sprachlos irgendwie, dass man das machen kann. Dann können wir uns eine eigene Armee basteln. Das, boah. Stell dir mal vor, wir sind so 20 Orks in Mordor. Vielen Dank, Fremder. Dann hätten wir vielleicht auch eine Chance gegen Snagdog. Oder Snagog. Ja. Dann könnten wir den auch irgendwie besiegen. So, das hätten wir. Danke für die Rettung. Aber ich bin so furchtbar hungrig. Sie haben uns alles genommen. Ich muss Essen finden. Diene meinem Willen. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Stimmt. Ich hab da drüben. Hallo. Ich töte dich. War wohl nix, ne? Nächstes Mal, Waldläufer. Sehr gut. Sehr gut, Freunde. So, den Schmiedeturm werden wir noch aktivieren, wenn wir gerade da sind. Kriege ich dich. So, und ihr macht hier mal weiter, ja? Guckt, dass ihr überlebt und noch einige Uruks irgendwie tötet. Boah, da können wir uns eine krasse Armee von Karagorn, von Uruks, von Orksen zusammenstellen und einfach mal über Mordor quasi unseren Feldzug starten. Ach, saugeil. Okay, nur noch 4 Stück, leider. Einer ist gestorben. Aber gut, juckt uns ja nicht. Eine so. Festung meines Hauses, errichtet aus Steinen der Erinnerung. Ja,
und noch viele neue Quests hier natürlich dann im nächsten Part, Leute. Bis dahin.